Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ich habe schon wieder einige Zeit nichts von mir hören lassen, aber wie ihr das wahrscheinlich hört, bin ich immer noch erkältet. Ich bin jetzt seit gut 2 Wochen erkältet und werde es irgendwie nicht los. Heute dachte ich mir aber nichtsdestotrotz, mache ich einfach mal ein Video. Ich habe auch frei und das ist auch ganz gut, um mich auszukurieren und ich dachte mir, nutzt du jetzt einfach mal die Zeit und drehst die Videos ab, die wirklich anstehen. Ich habe auf Instagram ja auch gepostet, dass so einige Videos jetzt anstehen auf jeden Fall. Und das war zum einen der Grund. Ich war halt krank, bin es leider immer noch. Aber soweit geht es mir relativ gut, bis halt auf meinen Hals, das hört man ja. Und der zweite Grund, warum ich zeitlich das nicht geschafft habe, Videos zu drehen in letzter Zeit, war, dass ich arbeitsbedingt unterwegs war auf Seminar und dementsprechend eine Woche nicht zu Hause war, wo ich auch keine Videos drehen konnte. Ich denke, das ist verständlich. Und ja, heute, morgen bin ich aufgestanden und dachte mir, okay, heute drehst du die Pinkbox Limited Edition Julie ab. Und ja, das war so mein Plan. Dann kam aber der DHL-Postmann und hat mir dann gleich noch die August-Pinkbox mitgebracht. Deswegen dachte ich mir, mache ich doch einfach beide Boxen jetzt in ein Video, im Schnelldurchlauf. Viele mögen ja auch diese langen Videos nicht so zu diesen Boxen. Deswegen versuche ich es heute wirklich kurz und knackig zu machen, auch für meine Stimme. Und ja, das sind jetzt die beiden Boxen. Das war, wie gesagt, oder ist diese limitierte Edition in Kooperation mit Julie. Und die Zeitung fällt mir schon runter. Und das ist hier die Pinkbox normal für den Monat August. Ja, so, Moment, einmal die Zeitung aufheben. Ich fange jetzt einfach mit der Pinkbox Julie an, weil die habe ich schon länger, logisch. Und ja, genau, ich habe schon reingeguckt in beide Boxen, aber ihr kennt mich. Ich bin neugierig in Person, die Neugier in Person, so genau. Und aber ich zeige euch die Produkte natürlich gerne trotzdem. Einmal das Kärtchen. Ich habe den ganzen Fusselkram, der hier zum Schutz, zur Polsterung drin ist, schon entfernt. Schleife und Seidenpapier auch, damit das einfach hier schneller geht. Und ja, ich fange an mit einmal einer High Definition Refresh Me White Zahnpasta von Odolme 3. Hier steht auf dem Zettel, dass die 2,39 Euro kostet für 75 ml. Und die soll halt die Zähne zum Leuchten bringen. Und das ist praktisch wieder so ein Produkt von Zahnpasta, was die Zähne aufhellen soll. Die schaut so aus. Ich muss sagen, Zahnpasta finde ich mega klasse. Kann man immer gebrauchen, kann man nichts mit falsch machen und die ist neu, kann man mal ausprobieren. Finde ich auf jeden Fall super. Ja, dann habe ich ein Produkt von Aussie mit enthalten. Da muss ich sagen, bin ich bis jetzt noch nicht so begeistert von, beziehungsweise überhaupt nicht überzeugt. Also ich halte da eigentlich nicht viel von. Ich habe da mal eine Kur getestet, Was mir einfach nicht gefällt, ist dieser unglaublich süße Kaugummi-Geruch. Also das finde ich irgendwie so, es erinnert mich so an früher, an so Kindershampoos, nicht so ganz meins. Aber die war hier jetzt enthalten. Das ist die 3 Minuten Miracle Intensivkur für unartiges, krauses Haar. Sehr süß, aber was hier rausschreiben so. Mit Aloe Vera und Jojoba-Samenöl. Hier steht arg, gib jetzt bloß nicht auf, nur weil du krause Haare hast. Unsere Pflegeformel mit Aloe Vera und Jojoba-Samenöl macht deine Haare wieder herrlich, glatt und glänzend, glättend und bändigend. 250 ml kosten 7,95 Euro, ein stolzer Preis. Auch wenn ich den Geruch nicht so mag, bin ich trotzdem jetzt mal gespannt, es zu testen. Jetzt habe ich eine große Pulle. Vielleicht macht sie Haare schön, wenn der Duft dann nicht so toll ist. Ja, okay. Aber wenn die Haare schön aussehen und vielleicht auch weich sind, dann denke ich, werde ich zufrieden sein. Genau. Das waren die ersten beiden Produkte. Dann ein Produkt, was ich sehr, sehr cool finde auch, ist von Kneipp die Schaumdusche Wachgeküsst in kleiner Probegröße. Die kostet 4,99 € bei 200 ml und die Probegröße enthält jetzt 75. Und ja, steht hier der zarte Duft der Orangenblüte und die besondere Textur mit natürlichem pflegenden Jojobaöl schenken ein außergewöhnliches Duscherlebnis. Ja, da gibt es 2 von. Ich weiß gar nicht, was das andere für eine Sorte ist, aber habe ich schon bei DM in groß gesehen. Und ja, finde ich sehr, sehr toll. So Duschschaum, das ist immer so Spa für zu Hause und Kneipp ist ja eine tolle Marke. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, freue ich mich schon drauf und auf jeden Fall cool. Dann mache ich weiter mit einem Lavera-Produkt. Da sind jetzt 30 ml drin. Das ist ein Apfelshampoo. Kostet 99 Cent auch so in dieser Probegröße.
Lavera ist ja Naturkosmetik ohne Silikone, steht hier drauf. Apfelshampoo mit Bio-Pflanzenextrakt aus deutschem Anbaugebiet für normales Haar. An sich fände ich es nicht schlecht, Naturkosmetik auszuprobieren, auch in so einer Probegröße. Mein Problem damit ist aber, ich mag Apfelduft nicht. Egal bei was, bei Kosmetik, bei Duschgel, bei Creme oder bei Shampoo, ich mag den Apfelgeruch nicht. Ja, also kann ich mich nicht mehr anfreunden. Ist einfach so, aber ansonsten auch eine süße Idee. Und das letzte Produkt aus der Box ist von Paul Mitchell. Sehr geil. Ein Stay Strong Haarspray, denke ich mal. Ja, genau, Haarspray. Das ist jetzt auch eine Probegröße, nehme ich mal an. Moment, nee, okay. 50 Milliliter, 9,95 Euro. Okay, das ist hammer, hammer teuer. Und es ist für starken Halt, steht hier drauf. Kreiert Fülle und Struktur und ist dadurch ideal für glamouröse Hochsteckfrisuren oder langanhaltende Lockenlooks geeignet. Ja, finde ich aber cool, so zum Feiern gehen, so eine Mini-Probegröße, finde ich, kann man immer in die Handtasche packen. Und ja, Paul Mitchell ist ja eine relativ gehypte Marke, so wie ich das mitbekommen habe. Da bin ich echt froh, dass ich das mal ausprobieren kann. Und somit war das jetzt Box 1. Also, ich zeige euch das noch einmal so. Ich finde den Inhalt wirklich sehr, sehr gelungen. Das ist eine der besten Boxen, die ich, seitdem ich die Pink Box bekomme, ja. Ja, jetzt bin ich raus. Ich kann gar nicht denken jetzt, so wo ich erkältet bin, merke ich selber immer wieder. Ich laufe auch durch die Wohnung und will was machen und vergesse es wieder und oh, total schlimm. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass das wirklich eine der besten Boxen war, die ich bis jetzt bekommen habe. Und das gleiche gilt aber auch für die nächste jetzt. Also ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht momentan. Ich zeige euch nochmal kurz, da die Box ja in Kooperation mit der Jolie war, gab es natürlich für den Monat August auch die Zeitschrift dazu. Finde ich cool. Die und die Glamour lese ich immer ganz gerne oder blätter ich mal durch. Finde ich cool und werde ich auf jeden Fall mir anschauen. Und jetzt machen wir weiter, ich muss die einmal hochholen, mit der normalen Pink Box. Da war jetzt die Eat Smarter dabei. Ich muss dazu sagen, ich finde die Zeitschrift ist toll. Aber ich habe die, glaube ich, jetzt schon 4-5 Mal bekommen und so langsam wird es irgendwie langweilig, auch wenn hier immer wieder coole Sachen so drin sind, an Shakes und an Gerichten. Aber vielleicht, ja, damit man auch mal was anderes kennenlernt, eine andere Zeitschrift mal wieder, wäre ganz cool. Aber ansonsten ist die Zeitschrift eigentlich echt toll. Ja, Pinkbox August, es geht weiter im Schnelldurchlauf. Kärtchen nehme ich mir wieder bei Hand, zur Hand, so. Und ich fange glatt mal an mit diesem Produkt hier von L'Oréal Paris, das neue Everpure Farbpflegesystem ohne Sulfate. Das ist ein UV-Schutzspray ohne Austrocknen, schützt koloriertes Haar und respektiert die Haarfaser. Steht tatsächlich respektiert, okay. Ja, Kostenpunkt. 200 Milliliter, 6,99 Euro. Ich finde den Pumper ganz cool. Also man drückt hier nur drauf und dann kommt das tatsächlich nicht, wie man jetzt erwarten würde, auf dieser Seite raus, sondern hier vorne. Also man hält es so und hier seht ihr, kommt es vorne raus. Finde ich ganz witzig, irgendwie praktisch. Und ja, das ist jetzt halt, was steht hier hinten drauf? Ein UV-Schutzspray, um koloriertes Haar vor Austrocknung und aggressiver Sonneneinstrahlung zu schützen, vereint. Das UV-Schutzspray, eine Lichtschutzfilter, ein mikrozerstäubendes Spray für eine intensive Pflege des Haars, ganz ohne Beschwerden. Intensiv gepflegt und optimal geschützt vor aggressiven Sonnenstrahlen. Ja, also damit man praktisch seine Haarfarbe lange behält und es ist ein Schutz. Finde ich cool, passt jetzt natürlich auch noch zur Jahreszeit, auch wenn das Wetter bei uns momentan wieder nicht so ganz so dolle ist. Aber ja, ich fliege mit meinem Schatzi auch noch in Urlaub in die Türkei und da kann ich das dann auch gut mitnehmen, denke ich. Coole Sache von L'Oréal, klasse, also ja, finde ich auf jeden Fall cool. Dann habe ich ein Produkt von The Body Shop, also die Box ist wirklich mega genial, muss ich auch sagen. Also noch besser als die von Julie, würde ich, oder? Ja, die sind beide gut, aber doch, die ist noch ein Ticken besser. Von The Body Shop habe ich hier einmal so ein Shower Gel, Moringa. Ist die Sorte. Das kostet in 250 Milliliter, also die große Größe, 57. Und dann hier jetzt die kleine Größe, wie viel ist hier drin? 60 Milliliter, genau. Steht hier jetzt nicht drauf, was die kostet, die Sondergröße, aber die sind ja auch nicht so günstig, irgendwie so 3 Euro oder so.
Und ja, das ist halt was zum Duschen, finde ich cool. Ich mag The Body Shop sehr, sehr gerne und bin ziemlich positiv überrascht, dass sowas mal drin war und freue mich schon aufs Testen. Dann war hier von Moon Hours ein totes Meer Flüssigsalz enthalten. So schaut es aus. Und ja, das riecht nach Lavendelblüte entspannend. Finde ich eine coole Sache. Kostet, Moment, was haben wir? 75 Milliliter, 3,95, stolzer Preis. Echt krass. Aber ich muss sagen, ich mag Lavendelduft nicht. Also ist natürlich Geschmackssache an sich. Finde ich cool, dass das in so ein Fläschchen kommt. Ich würde sogar sagen, damit kommt man zweimal hin. Ja, ich werde es meiner Oma schenken, weil meine Omi liebt Lavendelduft und ich habe ihr auch schon mal eine Badekugel geschenkt und immer so Sachen, wenn ich irgendwie was bekomme oder so, was Lavendel ist, dann geht es meistens an sie. Und hier steht erfrischendes Bad für müde Sommerkörper, das Das innovative Flüssigsalz ist ein natürliches Konzentrat aus den magnesiumreichen Mineralien des Toten Meeres. Es entspannt die Haut und verhilft, die natürlichen Zellfunktionen der Haut anzuregen. Ja, finde ich cool, aber Oma wird sich freuen, genau. So, dann habe ich hier von Hugo Boss ein Pröbchen. Da kostet 30 Milliliter 49 Euro, dieses Parfum. Das ist von, ja, Hugo Boss, Mavi Pour Femme. Zählen sie jetzt hier als Produkt auf, finde ich daneben. Geht mir immer so bei Pröbchen, finde ich, sollte nicht als volles Produkt gelten. Hat man aber immer wieder in solchen Boxen. Schade, aber naja. So, jetzt wollen wir mal testen. Ne? Einmal aufmachen. Wenn ich denn überhaupt was rieche, wenn ich ja krank bin. Aber ich glaube, sollte gehen. Okay. Ich mache mir das einfach mal hier hin. Düfte beschreiben. Finde ich jetzt nicht schlecht. Aber haut mich auch nicht um. Müsst ihr selber drin riechen, Düfte beschreiben, ist immer so schwierig. Und ja, genau, das war da drin. Dann habe ich noch, zeige ich euch mal kurz, bevor ich euch das letzte Produkt zeige, von L'Oreal das imposante Kräftigung Shampoo Griffigkeit. Das ist ja auch relativ neu, das ist diese grüne Reihe. Und das finde ich richtig cool, weil ich da schon ganz schön oft lang spaziert bin. Und das mir mal immer mitnehmen wollte, aber irgendwie es nicht getan habe, weil es mir ganz schön, ja, zu teuer ist eigentlich. Aber ich glaube, ich werde mir das bald noch kaufen, wenn das jetzt gut ist. Jetzt habe ich ja eine Probe, werde ich es mir sowieso auf jeden Fall kaufen bald. Und ja, finde ich cool. Dann war hier noch von L'Oreal auch so eine Skin Perfection Creme als Pröbchen mit dabei. Finde ich super cool. Dann hier noch einmal 20%, schmeiß weg, ein Kärtchen war das auf jeden Fall, 20% für The Body Shop. Und hier habe ich noch einmal so einen Flyer von dem Parfum eben, von HelloFresh, ein 20-Euro-Gutschein. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt, was ich sehr geil finde, auf gut Deutsch gesagt. Das ist auch von L'Oreal, also Hammer, zwei L'Oreal-Produkte in dieser Box. Der optische Retuschierer Sofortverfeiner, verfeinert Poren und Unregelmäßigkeiten gezielt. Gezielte Anwendung, optischer Weichzeichner für alle Hauttöne neu. Ja. Finde ich cool, so schaut der aus und ich merke, meine Stimme versagt, es ist Zeit, dass wir zum Ende kommen. 13,99 kostet das Produkt und das ist nämlich auch ein vollwertiges. Ja, 15 Milliliter sind enthalten und irgendwie hängt mir mein Pony so im Gesicht die ganze Zeit. Ja, finde ich sehr, sehr cool. So eine Sachen sind immer ganz schön, wenn man die unters Make-up gibt, wenn man so richtig so ein ja, Puppengesicht haben möchte, sage ich mal. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das ist. Und 14 Euro ist echt hammer, hammer viel Geld. Damit hat man die Box schon raus, praktisch bei diesem Produkt. Und dann auch noch das andere tolle Produkt von L'Oreal. Also muss ich sagen, für die Box wirklich mega, mega Daumen hoch. Finde ich echt toll. Ja, aber das wird auch, oder wurde auch Zeit, finde ich. Bei einigen Boxen hatte ich da immer so das Gefühl, das waren so Restposten irgendwie, weil die Verpackung auch so günstig aussahen und das war so eine Marke, die kannte keiner. Und ja, also jetzt von L'Oreal die zwei Produkte und generell jetzt der Boxeninhalt der beiden Boxen, muss ich sagen, wirklich top. Also ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu zu sagen habt zu den Boxen. Findet ihr sie gut? Findet ihr sie gar nicht gut? Wenn ja, warum?
Ich finde sie genial. Ich freue mich, die Sachen auszuprobieren. Ich werde sie jetzt auch schön einräumen bei mir. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich nicht einmal husten musste, jetzt wo ich die ganze Zeit flüssig geredet habe. Und wenn ich so alleine jetzt im Zimmer bin und nicht rede, dann muss ich die ganze Zeit husten. Also ich hatte gedacht, das Video wird ein bisschen anstrengender. Aber umso besser. Dann kann ich ja vielleicht gleich noch das nächste drehen, wenn meine Stimme das zulässt. Ich habe hier auch noch meinen Tee. Ich bin fleißig am selber im Thymian-Tee trinken, damit es schnell weggeht. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und die Stimme hat oder war nicht zu anstrengend. Und ich werde jetzt noch ein Boxen-Video drehen für euch. Und zwar habe ich wieder die Degusta-Box bekommen, diese Essensbox, die mega cool ist, finde ich ehrlich gesagt. Ein Aufgebraucht-Video für euch und ein Haul, ein gemischten. Und ja, mal gucken, wann das jetzt so alles versetzt online kommen wird. Vielleicht heute schon, vielleicht die nächsten Tage. Mal schauen, wie ich das schaffe. Und ich bedanke mich fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!